Herzlich willkommen hier bei FUJIFILM. Wie gesagt, mein Name ist Martin Hülle, komme aus Wuppertal, also gar nicht weit weg von hier. Und ich freue mich, den heutigen langen Vortragstag hier am FUJIFILM-Stand mit Aufnahmen und Impressionen aus den nordischen Ländern eröffnen zu dürfen und von einigen meiner Reisen Bilder zu zeigen und dabei auch ein bisschen davon zu erzählen, wie mein fotografischer Stil ist, den ich selber als Landschaftsreportage, wie es auch im Titel steht, bezeichne. Jetzt wurde vorab schon ein bisschen was zu mir erzählt. Ich gehe da auch noch mal kurz drauf ein. Angefangen hat bei mir die Leidenschaft für den Norden schon vor über 25 Jahren. Anfang der 90er Jahre, als ich mit 17 Jahren zum ersten Mal nach Schwedisch Lappland aufgebrochen bin. Und ich bin damals in Kungsleden gewandert und war dann von Anfang an fasziniert von dieser Landschaft dort, der Weitläufigkeit. Das Nordlandfieber hat sich dann direkt in mir ausgebreitet und seitdem bin ich unzählige Male zu allen Jahreszeiten immer wieder in den Norden aufgebrochen. Im Sommer Wanderungen, im Winter Skitouren. Ich habe auch viele Touren alleine gemacht und bald gehörte ich, wie man so schön sagt, zu jenen Menschen, denen zwei Wanderer in einem Tal bereits einer zu viel sind. Soll heißen, ich habe es auch genossen, da wochenlang alleine unterwegs zu sein und zu wissen, dass im Umkreis von zig Kilometern kein anderer Mensch unterwegs ist. Fotografisch war es schon immer so, dass ich auf den Touren nie darauf aus war, jetzt irgendwie das beste Licht einzufangen, irgendwie ein Ideal der Landschaft, sozusagen Beauty-Fotos der Natur zu machen, sondern es war bei mir immer schon so ein, daher dieser Name Landschaftsreportage, der Versuch, eher ein Porträt der Landschaften einzufangen, die Stimmung und Emotionen, die sie auch in mir dann hervorrufen, zu zeigen. Und ich möchte jetzt auf den 6 Reisen, die ich jetzt hier zusammengestellt habe für den heutigen Vortrag, einmal ein bisschen über die Reisen erzählen und an einigen Stellen eben auch über meine Art der Fotografie. Brechen wir als erstes auf nach Island, wo ich im letzten Jahr mit meinem Fotografenkollegen Michael Scharke unterwegs war und wir hatten uns da aufgemacht, den See Langisjaur im Hochland zu erkunden. Das ist der See jetzt noch nicht, das ist ein kleinerer See unterhalb des Berges Uxatindar. Wer sich in Island vielleicht ein bisschen auskennt und da schon mal gewesen ist, wir sind von Reykjavik aus mit dem Bus ins Hochland gefahren, vorbei an Landmannalauga und haben uns ein Stück östlich davon am Zeltplatz Hulasjol absetzen lassen, haben da noch einmal übernachtet und dann von dort aus in nördliche Richtung unsere Wanderung gestartet. Und wir waren da für 2 Wochen ausgerüstet, hatten alles an Ausrüstung und Lebensmitteln mit dabei, entsprechend groß und schwer der Rucksack. Bei jedem wog der etwa 30 Kilo, dazu noch die Fototasche, die auch mehrere Kilo schwer war, vor dem Bauch. Und so sind wir dann eben aufgebrochen in diese teils sehr karge Landschaft. Dann aber auch wieder, wie hier am Fluss Skaftau entlang, diese roten Felsen, die man dort sieht, die markanten Gipfel im Hintergrund. Und so sind wir dann weitergelaufen in Richtung des Sees Langisjaur und hatten dann aber auch öfters mit, ja, nicht allzu gutem Wetter zu kämpfen. Und als wir uns hier dem See näherten, das ist der, den man links im Hintergrund schon so ein bisschen erkennt, das ist der Langisjaur, wurde es arg übel vom Wetter, es wurde sehr windig, sehr regnerisch. Und dieses Bild hier, das lebt jetzt einerseits von der roten Regenhülle an Michaels Rucksack als Kontrast zu dieser grünen, dunklen Landschaft. Aber was bei mir an diesem Bild eigentlich auch noch ganz gut gefällt und man erkennt, es ist ein bisschen links oberhalb von Michael dieser Regentropfen, der sich da auf der Linse abgesetzt hatte. Und das ist so ein Bild, was dadurch noch ein bisschen eben das spürbarer macht, wie das Wetter dort wirklich gewesen ist. Wir haben dann an dem See, den man unten dort im Tal liegen sieht, 2 Nächte und eine ganzen Tag ausharren müssen in einem starken Sturm, bis das Wetter dann wieder besser wurde und wir die Bergwelt rund um den See Langisjaur hier rechts im Bild dann weiter erkunden konnten.
Und wir hatten dann Glück, das Wetter blieb für ein paar Tage etwas stabil und dann haben wir uns dazu entschieden, den Berg Sveinstindur, den man hier im Hintergrund sehen kann, zu besteigen. Wir sind dann entlang dieses Schneefeldes, was vom Gipfel so schräg nach rechts unten runterzieht, aufgestiegen. Und der Berg machte seinem Namen als einer der schönsten Aussichtsberge Islands wirklich alle Ehre. Und im Abendlicht hatten wir dann vom Gipfel aus eine fantastische Aussicht. Einerseits zurück in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Links am Bildrand sieht man den Berg Uxatindar, den ich anfangs schon eben gezeigt hatte. Aber der wahrlich tollste Blick von diesem Gipfel aus war in die andere Richtung. Über den See Langisjaure hinweg, die Fögruviertel-Bergkette rechts im Bild, bis hin zum Gletscher Vatnajökull am Horizont. Das ist der größte Gletscher Europas und auch Islands dann sowieso. Und wir hatten uns dann für die folgenden Tage zum Ziel gesetzt, durch diese Bergkette rechts im Bildrand bis an den Rand des Gletschers zu laufen und danach auf der anderen Seite des Sees Langisjaure wieder retour. Das Wetter wurde dann aber wieder schlechter, die schönen Tage blieben nicht allzu lange, der Regen kam zurück, dazu noch ein paar weitere Schwierigkeiten, wie diese Querung des Flusses Utfatte, ein Ausfluss aus dem See Langisjaure. Aber trotz der Regenfälle war der Wasserstand zum Glück nicht allzu hoch, knapp knietief nur, die Strömung auch nicht allzu reißend und so kamen wir da ganz gut durch. Und schafften es dann schließlich auch bis in die Nähe des Gletschers Vatnajökull, den man hier im Hintergrund unter der dunklen Wolkendecke liegen sieht. Aber da das Wetter dann doch sehr schlecht wieder geworden war und es auch nicht so aussah, als würde es besser werden, sind wir dann nicht noch hinaufgelaufen auf den Gletscher, was wir ursprünglich auch noch vorhatten, sondern sind dann dort wieder umgekehrt, um auf der anderen Seite des Sees Langisjaure eben zurückzulaufen. Das hier ist jetzt ein Bild, was ein bisschen im Kontrast steht zu der vorhin gezeigten Aufnahme bei schönem Abendlicht vom Berg Sveinstindur hinunter über den See. Das hier ist für mich eigentlich die Aufnahme, die ich selber schöner oder ich will mal sagen ehrlicher vielleicht finde, was das, den Charakter dieser Landschaft betrifft. Weil wenn man nach Island fährt, dann ist es häufiger eher so, dass man solch ein Wetter erwischt und sich damit auseinandersetzen muss, als dieses schöne Abendlicht auf dem Gipfel, was einfach eher so ein Glücksfall war. Natürlich wunderschön, dass wir das dort erleben durften, aber das ist eben eher hier so ein Bild, was mir und meiner Fotografie entspricht und auch dann diesen reportagehaften Charakter hat. Wir sind dann nach einigen Tagen auf eine Hochlandpiste gestoßen, der wir ein Stück gefolgt sind. Die war Anfang noch sehr, sehr kaum oder wenig erkennbar. Sie wurde dann nachher etwas besser. Dort trafen wir auf ein österreichisches Ehepaar, die dort mit ihrem Land Rover unterwegs waren. Die haben uns dann aufgegabelt und wieder zurückgenommen bis zum Zeltplatz Holaskjol, wo wir dann unsere Wanderung beendet haben. Im Mai diesen Jahres habe ich mich dann aufgemacht nach Schottland, um dort den Cape Wrath Trail zu laufen. Ich hatte auf der Tour versucht, das ganze Gewicht möglichst gering zu halten und hatte dann als Fotoausrüstung zwei X-Pro2 Gehäuse dabei. Die Ausrüstung trage ich halt, wie auch man das eben auf dem einen Bild sehen konnte, immer in so einer Fototasche vorm Bauch. Ich hatte hier beide Gehäuse parallel drinstecken. Eins mit dem kleinen 23er bestückt, das andere mit dem 50er. Und so konnte ich dann, je nachdem, welches Objektiv ich nehmen wollte, die entsprechende Kamera rausnehmen und musste dann unterwegs keine Objektive wechseln. Ich hatte zwar auch das 16er Weitwinkel noch mit dabei, habe das aber auf der Tour gar nicht eingesetzt. Der Cape Wrath Trail gilt als anspruchsvolle Wanderroute Großbritanniens, ist etwa 370 Kilometer lang und führt von Fort William bis zum nordwestlichsten Zipfel Schottlands. Und die Wanderung ist tatsächlich durchaus anspruchsvoll zu laufen. Sie ist nicht markiert. Es gibt natürlich gute Wanderwege, wo der Weg eingezeichnet ist, auch Bücher, wo er gut beschrieben ist. Aber unterwegs muss man sich seine Route dann durchaus immer selber suchen. Und es gibt ein paar wirklich unangenehme Stellen oft entlang des Weges.
vor allem nach länger anhaltenden Regenfällen. Der Schotte spricht dann davon, das ist boggy. Damit sind diese matschigen Stellen, die man hier im Vordergrund sieht, gemeint. Und das ist nicht so, wie wenn man es vielleicht hier bei uns aus dem Wald kennt, wenn man da mal wandern war. Wenn man da reintritt, kriegt man vielleicht einen nassen Fuß bis zum Knöchel oder so. Da kann es passieren, da verschwindet man bis zum Knie oder im schlimmsten Fall bis zur Hüfte in so einem Loch. Und da heißt es dann immer, mit den Wanderstücken erstmal ein bisschen zu tasten und zu gucken, dass man da sicher rüberkommt. Der Weg führte anfangs durchs Glen Finnan, danach durchs Glen Desiree in die Region Neudart, eine der am wenigsten besiedelten und einsamsten Ecken Schottlands, und führte dann schließlich nach Barrisdale. Und das hier ist eins auch meiner Lieblingsaufnahmen von dieser Wanderung, weil sie auch für mich sehr gut das Schottische, wie man es so gemeinhin kennt, charakterisiert. Das schmuddelige Wetter, die weitläufigen Berglandschaften, dazu aber vereinzelte Bäume, die da in den Tälern stehen. Dann diese Land Rover-Piste, die durchs Bild führt. Der Regen, der spürbar ist. Und das ist dann schon ein Bild, was ich sehr gerne habe als Fotograf. Als Wanderer natürlich ist es dann auch immer schön, wenn dann doch mal die Sonne rauskommt, wie hier am Loch Horn, und man ein bisschen entspannter und nicht immer mit klitschnasser Hose dann durch die Landschaft wandern kann. Die Route führte mich dann weiter über den höchsten Punkt der Wanderung, unterhalb der Forkern Ridge entlang, hinüber nach Shiel Bridge. Und da oben auf dem Berg war es an dem Tag extrem windig. Man konnte kaum aufrecht stehen, musste aufpassen, dass man mit dem großen Rucksack auf dem Rücken nicht umgeworfen wurde. Es ging dann aber doch einigermaßen gut noch, da entlang zu kommen, auf der anderen Seite hinab, bis nach Strathcarran hinterher. Dort hatte ich mir vorab ein Proviantpaket hingeschickt. Ich hatte also nicht für die komplette 370 Kilometer lange Strecke alle Lebensmittel im Rucksack. Das hätte ich gar nicht tragen können. Und nachdem ich mich dann da neu verproviantiert hatte, ging es weiter, und als nächstes Zwischenziel warteten die Torridon-Berge auf mich. Hier sieht man die Linghat mit dem Ben A im Hintergrund. Den Berg musste ich dann umrunden. Und dabei wurde das Wetter wieder schlecht. Die Wolken zogen vom Himmel runter, umhüllten langsam die Berge. Aber das gab für mich dann doch ein ganz schönes Motiv, das zu zeigen, wie eben der Gipfel hier so in den Wolken langsam verschwindet. Wind kam aber auch auf, es regnete wieder. Und ich wusste, ich muss jetzt hier sehr, sehr schnell sein mit dem Foto, weil da wollte ich jetzt irgendwie keine Regentropfen vorne auf der Linse haben. Es hat dann gereicht, um schnell eine Aufnahme zu machen. Danach war die Kamera völlig klitschnass eingeregnet und dann konnte ich wieder weiterziehen. Aber ich hatte natürlich vorher dann direkt schon geguckt, wo ist der gute Blickwinkel, der Berg rechts im Bild, dann der Fluss auf der linken Seite, dass das wirklich dann schnell auch mit einer Auslösung hingehaut hat. Abends war ich dann immer natürlich froh und glücklich, nachdem ich so im Schnitt 15 bis 20 Kilometer jeweils pro Tag gelaufen war, mein Zelt aufzuschlagen. Schön war natürlich, wenn es zumindest am Morgens dann trocken war, ich alles in Ruhe einpacken konnte in meinen Rucksack, bevor es dann wieder weiterging. Am Ben Moor entlang, ein Berg, an dem ich nach Oakelbridge vorbeikam, wo ich ein zweites Proviantpaket entgegengenommen hatte, wurde es dann aber für einen Tag noch mal ganz, ganz schlecht, das Wetter. Da hat es von morgens bis abends nur durchgeregnet, bevor ich dann aber in den letzten Tagen der Wanderung, zumindest aus Wanderersicht, das Glück hatte, nur noch schönes, sonniges und auch durchaus warmes Wetter zu haben, wie hier oberhalb des Loch Glencoole, und nachfolgend, wenn man ein Stück weiter läuft, kommt man am Loch Glendu vorbei, wo sich hier diese Häuser auf der anderen Meeresarmseite, was das ist, schön da im Wasser spiegeln. Letztendlich habe ich für die 370 Kilometer 22 Tage gebraucht. Das ist durchaus eine Sache, die man dafür in Angriff nehmen sollte, wenn man nicht allzu hektisch unterwegs sein möchte. Ich hatte allerdings unterwegs auch einen Franzosen getroffen, der ist das Ganze in 13 Tagen gelaufen. Und weil er meinte, er hätte hinterher noch Zeit, ist er das Ganze dann auch wieder zurückgegangen. Hat er so am Cape Roth umgedreht und lief dann wieder zurück.
Also ich bin es dann nur bis zum Cape Ross gelaufen, dem Leuchtturm am Zielpunkt. Und wenige Kilometer vorher kommt man dann noch an dieser wunderbaren Stelle vorbei, der Sandwood Bay, diesem langgestreckten Sandstrand, wo man in den Dünen sein Zelt aufschlagen kann. Und das war dann noch eine ganz tolle Stimmung zum Abschluss dieser Wanderung. Im letzten Jahr habe ich mein erstes Fotobuch veröffentlicht unter dem Titel Mein Norden. Und für dieses Fotoprojekt, was dem Buch zugrunde liegt, war ich 4 Jahre im Norden unterwegs, habe 13 Reisen dafür unternommen, von denen es letztendlich 11 Reisen in das Buch geschafft haben. Ich habe jetzt für diesen Vortrag mal 3 Reisen rausgepickt, von denen ich die Bildabfolge der einzelnen Reisen jetzt so zeigen werde, wie sie auch im Buch vorkommen. Und der Einstieg machen die Färöer-Inseln, diese kleine Inselgruppe im Nordatlantik. Dort war ich vor ein paar Jahren mit meiner Frau und unserer damals noch 3-jährigen Tochter unterwegs. Und wir sind oder wollten mit dem eigenen Auto auf die Färöer-Inseln fahren und haben deswegen von Hirtshals in Dänemark aus die Fähre genommen auf die Färöer-Inseln. Und ich war während der Überfahrt heilfroh, dass das Wetter ziemlich gnädig war, die See relativ ruhig, weil ich bin nicht sonderlich seefest und es gibt da fürchterliche Geschichten zu hören von der Überfahrt, aber wir hatten Glück. Ich kam ohne schlimmere Übelkeit dort an und einmal auf den Färöer-Inseln war ich vor allem fasziniert von den extrem schnellen Wetterwechseln, die es dort gibt. Die habe ich sonst kaum so rasant im Norden erlebt, im Nu ziehen da Wolken über die Berge und genauso schnell kann es aber auch wieder aufklaren, wirklich ganz faszinierend, das dort zu erleben. Auf meinen Reisen versuche ich ansonsten auch immer Bilder zu finden, auch Detailaufnahmen, die ich mit anderen Fotos, die eher eine Übersicht zeigen, kombinieren kann. Dieses paar bepflanzte Schuhe im Dorf Gazadalur gefunden, vor dieser abblätternden Hauswand, passte dann letztendlich sehr gut zu dieser Häuseransicht, die ich an einem ganz anderen Dörfchen auf den Färöern fotografiert habe. Und so bin ich da immer eben auf der Suche, da auch solche Bildpaare zu finden, die sich zum Beispiel dann eben in einem Buch sehr gut auch nebeneinander kombinieren lassen. Ansonsten ist es so, wenn ich in Land oder eine Region fahre, wo ich vorher noch nie gewesen war, auf den Färöern war das der Fall, das war die erste Reise dorthin, dass ich da vorher schon mal ein bisschen recherchiere und gucke, wo könnte es denn dort interessante Motive geben. Und da war ich eben bei der Recherche darüber gestolpert, über diesen Strand in Tjörnovik, wo im Bildhintergrund am Horizont die versteinerten Trolle Risin und Kellingin aufragen. Nur als wir dann einmal dort waren, fand ich das jetzt als sich als Motiv nur reine Landschaft nicht so spannend. Und dann habe ich meiner Frau und unserer Tochter gesagt, so jetzt mach doch da mal irgendwas da am Strand, hüpf da mal ein bisschen rum. Und die sind dann bestimmt 1 Stunde lang da rumgehüpft, bis sie beide klatschnass waren. Und dann dieses eine Bild entstanden ist, mit dem ich dann letztendlich zufrieden war, wo sie beide so gleichmäßig hochspringen und wie so ein bisschen über der Wasserkante zu schweben scheinen. In diesem Buchkapitel über die Färöer-Reise gibt es einen Übergang von anfangs Farbbildern zu nachher Schwarz-Weiß-Fotos. Und das Motiv hier eignete sich ganz gut im Gegensatz zu den davor zum Teil noch etwas farbigeren Motiven als schon recht monochromes Farbbild als Übergangsfoto zu dem Schwarz-Weiß-Teil in dem Buch, wo der Anfang dieses Fotos von Papageitauchern auf der Insel Mykines fotografiert ist. Jetzt könnte man sich fragen, warum ich die Clowns der Lüfte, die ja farbiges Gesicht auch haben, in Schwarz-Weiß bearbeitet habe. Der Grund dafür ist das folgende Bild, welches im Buch auch daneben platziert ist. Das ist eine Aufnahme, die wahrscheinlich mit aktueller Fujifilm-Kameratechnik so nicht mehr möglich wäre oder ich sag mal nicht mehr passieren würde. Wer es eben, wo ich die Kamera aufgelistet hatte, die ich dabei hatte, gesehen hat, ich hatte die Reise mit der XE1 fotografiert, noch ein Kameramodell aus der ersten X-System-Generation. Da war der Autofokus noch nicht ganz so treffsicher. Und natürlich hatte ich hier eigentlich vorgehabt, den Vogel scharf zu fotografieren, aber das hat nicht geklappt. Die Kamera hatte auf das Meer im Hintergrund scharf gestellt.
Und es ist eigentlich unterwegs meistens so, dass ich schon immer, wenn ich ein Foto gemacht habe oder sehr oft, direkt auf dem Kameradisplay gucke, ob das was geworden ist, ob es mir gefällt. Wenn nicht, schmeiße ich es meist direkt weg, lösche es, mache es dann erneut. Dieses Bild habe ich, ich weiß nicht aus welchem Grund, dann doch behalten und dann zu Hause in der Bildnachbearbeitung dann erst gesehen, dass wenn ich das in quasi scherenschnittartigem, kontrastreichem Schwarz-Weiß bearbeite, das doch dann ein sehr interessantes Motiv sein können, was mir letztendlich auch besser gefällt als tatsächlich in dieser Art geglückten Papageitaucher-Fotos. Ähnlich war es auch bei dieser Aufnahme des Wasserfalls Vossau, ist der höchste Wasserfall auf den Färöerinseln. Auch da habe ich dann zu Hause lange geguckt, was wirkt besser, Farbe oder Schwarz-Weiß. Auch da fand ich dann Schwarz-Weiß letztendlich schöner, weil es den Kontrast aus diesen dunklen Felsen und dem hellen Wasser und den Wolken am Himmel noch deutlich besser zur Geltung bringt, als wenn das eine Farbaufnahme gewesen wäre. Aufgenommen ist dieses Foto unter Nutzung eines Neutral-Grau-Filters, um die Belichtungszeit deutlich zu verlängern, muss etwa mit 30 Sekunden Belichtungszeit fotografiert worden sein, um einerseits den Wasserfall schön samtig darzustellen und gleichzeitig noch die vom Wind über die Bergkante getriebenen Wolken in so einem Zug dann noch darzustellen. Und auch das Bild des Tindholmur, dieser kleinen vorgelagerten Insel mit der recht dramatischen Wolken oben drüber, fand ich dann letztendlich auch als Schwarz-Weiß-Aufnahme dann spannender noch, als wenn ich das Foto jetzt in Farbe gelassen oder bearbeitet hätte. Machen wir uns von den Färöerinseln noch weiter auf in den Norden nach Svalbard. Dort habe ich vor ein paar Jahren mit meinem Freund Johannes eine Skitour auf der Insel Spitzbergen unternommen. Vielen ist die ganze Region ohnehin geläufiger als Spitzbergen. Spitzbergen ist aber nur eine der verschiedenen Inseln des Archipels, was eigentlich Svalbard heißt. Und wir waren dort im März unterwegs bei Temperaturen bis minus 20 Grad und wie man hier bei dieser Aufnahme schon sehen kann, die Landschaft ist ziemlich eintönig. Vor allem natürlich im Winter, wenn sie dann noch tief verschneit ist, sieht man nur das Weiß des Schnees, die Gletscher und hier und da eben einige felsige Berge herausragen und diese Eintönigkeit der Landschaft war dann hinterher auch der Grund, warum ich die Serie dieser Reise alle in Schwarz-Weiß bearbeitet habe, um damit eben noch diese Reduziertheit, die ich dort empfunden hatte, über diese Bildbearbeitung dann eben noch weiter zu verstärken und zu unterstreichen. Wir waren dort gut 2 Wochen unterwegs, sind zwischen den Bergen über die Gletscher gelaufen, haben unsere Ausrüstung im sogenannten Pulka-Schlitten hinter uns hergezogen, gezeltet unterwegs, hatten auch ein Gewehr dabei für den äußersten Notfall, falls ein Eisbär auftauchen und uns zu nahe kommen würde, was zum Glück aber nicht der Fall gewesen ist. Wir haben davon also keinen Gebrauch machen müssen und sind dann dort eben durch diese Landschaft gelaufen und die nächsten beiden Aufnahmen zeigen auch noch mal ganz gut, warum es bei dieser Serie sinnvoll war, sie eingängig dann in Schwarz-Weiß zu halten. Diese Aufnahme, das folgende, erscheinen im Buch auch nebeneinander und dieses Bild ist bei strahlenblauem Himmel gemacht, wäre also als Farbaufnahme fast durchgängig bläulich, auch die Berge würden dann blau schimmern. Das nächste Bild hingegen ist bei Bewölkung entstanden und hätte in Farbe einen völlig anderen Charakter als das vorige Bild. So aber beide in Schwarz-Weiß harmoniert das Ganze sehr gut dann miteinander. Kleine Anekdote noch, als ich das Buch in den Druck gegeben hatte, kriegte ich irgendwann einen Anruf von der Druckerei und sie sagten, hätten sie ein Bild in dem Buch gefunden, da wären solche Flecken drauf. Und sie wollten von mir wissen, ob das jetzt vielleicht Flecken auf dem Sensor wären, ob der nicht sauber gewesen wäre und ob ich das vielleicht nicht noch dann hinterher wegstempeln wollte, die ganzen Flecken. Und dann habe ich gefragt, ja, um welches Bild handelt sich das denn? Und dann haben sie gesagt, ja, Seite XY und dann stellte sich heraus, dass das dieses Bild ist. Und dann habe ich natürlich sofort gedacht, oh nein, das sind ja natürlich keine Sensorflecken.
Das sind die Schneeflocken, die mir da vom aufkommenden Schneesturm ins Gesicht und auf die Frontlinse der Kamera getrieben werden. Und das muss natürlich so bleiben, um eben wirklich diese Stimmung, die in dieser Landschaft herrschte und dann da je nach Wetter eben ist, um das richtig rüberzubringen. Und das ist auch nochmal so ein Bild, was eben sehr stark eben für meine Form der Landschaftsfotografie auch steht und auch eins der Bilder, die ich sehr mag und schöner finde, als wenn jetzt diese Landschaft bei Sonnenschein oder sowas dargestellt worden wäre. Das Wetter ist aber noch relativ okay, wenn man dort unterwegs ist. Man sieht ja immerhin noch was. Wenn es jetzt wirklich schlecht wird vom Wetter, dann spricht man vom sogenannten Whiteout. Whiteout ist ein Wetterphänomen, da legt sich die Wolkendecke so weit auf die Landschaft und auf die Schneefläche nieder, dass man den Horizont nicht mehr sieht. Man kann also nicht erkennen, wo oben und unten ist. Und wenn man jetzt da laufen würde, würde man noch nicht mal merken, ob es jetzt rauf oder runter geht. Und es könnte sogar sein, dass ich an so einer Kante stehe und ich würde sie nicht sehen. Wenn ich jetzt bei dem Wetter, wir hätten das hier, ich würde die Kante nicht sehen können. Und mir ist es auch in Norwegen mal passiert, da habe ich sowas nicht gesehen und bin dann 2-3 Meter in ein Loch runtergefallen. Und wenn man solches Wetter hat, das Sicherste ist dann Zelt aufbauen, sich da drin verkriechen, Kocher anmachen, was Warmes essen, was Warmes trinken, abwarten, bis das Wetter wieder besser wird und dann weiterlaufen. Wir haben zum Glück dann nur einen Tag dort ausharren müssen. Ich habe auch schon mal längere Zeit im Zelt festgehangen auf anderen Touren. Und dann sind wir zurückgelaufen nach Longyearbyen. Das ist der Hauptort auf Spitzbergen, wo wir die Tour auch begonnen hatten. Und haben dann, wie gesagt, etwa nach 2 Wochen unsere Skitour dort beendet. Also diese Tour auf Spitzbergen war für mich rein landschaftlich ein großes Highlight, weil diese Kargheit dort in der Arktis hat mich extrem fasziniert. Aber auch fotografisch ist es eine meiner liebsten Bildserien und stimmungsvollsten Serien. Also für mich dann eben sowohl vom Erlebnis als Wanderer und auch vom Ergebnis, was ich da fotografisch mitgebracht hat, persönlich, also wirklich ein Highlight. Wer eben aufmerksamer hingeschaut hat, wird gesehen haben, dass sich die Färöer-Reise und die Svalbard-Reise hauptsächlich mit Zoom-Objektiven fotografiert hatte. Das ist auch oftmals ziemlich praktisch, wenn man sich jetzt vorstellt, eben das Bild mit dem Schneesturm, wenn man da jetzt Objektive wechseln müsste, das macht wenig Freude und ist auch nicht sonderlich sinnvoll. Persönlich fotografiere ich aber lieber mit Festbrennweiten. Auch die anfangs gezeigten Reisen waren ja rein mit Festbrennweiten fotografiert. Und da nutze ich am liebsten entweder das Trio aus den lichtstarken Fujinon-Objektiven im 16er, 23er und 56er, wie auch die anfängliche Island-Serie mit fotografiert worden war, oder die kleinen Fujikron genannten Objektive 23er, 50er, womit ich die Schottland-Bilder fotografiert hatte, und noch das 35er dazu. Und es ist auch dieser recht enge Bereich an Brennweiten, den ich gerne nutze, zwischen, wenn man es jetzt auf Kleinbild umrechnen würde, 24 mm Weitwinkel bis etwa 85 mm Telebrennweite, den ich am liebsten nutze. Extremeres Weitwinkel und extremeres Tele nutze ich kaum und versuche es aktuell sogar zu vermeiden, weil durch diese Begrenzung auf diesen Objektivbereich ich dann auch noch versuche, weil es auch Einfluss auf den fotografischen Stil natürlich hat, diesen Wiedererkennungswert des Bildstils damit noch zu untermauern. Und das ist ja auch ein Brennweitenbereich, der auch, wenn ich jetzt klassisch Reportage fotografieren würde, auch da häufig zur Verwendung kommt. Und ich versuche das eben auch auf meine Form der Landschaftsfotografie ein wenig zu übertragen, weil ich möchte ja im Grunde das darstellen, was ich vor Ort sehe und empfinde. Und wenn ich jetzt extreme Panoramen fotografieren würde oder mit dem Teleobjektiv Sachen ganz weit entfernt herausgreifen würde, wäre das nicht mehr so das, wie ich es unterwegs wahrnehme. Und darum ist das so ein Brennweitenbereich, mit dem ich da für meine Fotografie eben besonders gut zurechtkomme. Auch bei einer Tour nach Grönland, die die Abschlusstour meines Projekts Mein Norden war, hatte ich dann nur Festbrennweiten mit dabei. Und auf der Reise bin ich ins Johan Dahland aufgebrochen. Das Johan Dahland liegt im Süden Grönlands, in der Nähe des Örtchens Narsarsuaq, und erstreckt sich zwischen
Fjorden, in denen Eisberge dümpeln, bis hin zu Ausläufern des Inlandeises. Und auch hier habe ich dann geguckt, wie ich Detailaufnahmen in der Landschaft mit Übersichtsnahmen kombinieren kann. Und hier ist es einmal dieses Motiv dieser farbigen Herbststräucher. Ich war dort im September unterwegs, die eben ganz gut harmonieren, in auch im Buch dann nebeneinander platziert, neben dieser Übersichtsaufnahme, wo die Farbigkeit der Sträucher eben im Bild wieder aufgegriffen wird. Und auf der Tour, ich war allein unterwegs, habe es mir aber nicht nehmen lassen, mich einmal kurz da als Schatten mit ins Bild zu stellen. Mein eigentliches fotografisches Hauptziel auf dieser Tour war allerdings der Hullet. Hullet ist dänisch und heißt das Loch, und damit ist diese Senke in diesem Bild gemeint, die man rechts sieht, mehrere Quadratkilometer groß in der Ausdehnung, wo Unmengen, unzählige von einem Gletscher, der sich jetzt rechts außerhalb des Bildes betrifft, den zeige ich in der nächsten Aufnahme, da kalben diese Gletscher von ab, sammeln sich in diesem Loch, und von den Gletscherzungen, die man so im Hintergrund durch die Wolken durchsieht, fließen Gletscherflüsse in diese Senke, und normalerweise liegen diese ganzen Eisberge in einem riesigen aufgestauten See. Der hatte sich allerdings etwa 2 Wochen, bevor ich dahin gereist war, entleert, und da lagen jetzt diese Eisbrocken in Anführungsstrichen nur auf dem Grund dieser Senke, was aber nicht minder beeindruckend war. Und hier sieht man jetzt diese Gletscherkante, von dem diese Eisberge haushoch abbrechen. Diese Kante im Hintergrund ist mehrere Kilometer breit. Die folgende Aufnahme schließt quasi rechts daran an. Und ich hatte da Glück mit dem Wetter. Also ich hatte schon so geplant, dass ich da nicht nur kurz vorbeilaufe, sondern 2 Nächte dort gezeltet habe, dass ich auch einen ganzen Tag da vor Ort war. Und nachdem es anfangs noch bewölkt war, riss die Wolkendecke irgendwann auf. Die Sonne kam ein bisschen durch. Die Wolken waren aber noch wie so Nebelschleier auch zwischen diesen Eisbrocken im Hintergrund. Die Berge guckten aber langsam raus. Und das war eine ganz, ganz faszinierende Lichtstimmung und sehr mystisch, dort dann zu sein, an dieser Stelle vollkommen alleine, kein anderer Wanderer weit und breit, und eben da zu sein und das zu fotografieren. Die Wanderung führte mich dann weiter über noch auch einen Ausläufer des Inlandeises, da bin ich über diese Gletscherzunge drüber weggewandert, bis ich wieder an einen Fjord kam, wo ich dann unter anderem dieses Bild gemacht habe, was auch ein bisschen zeigt, mit einer Art zu fotografieren, die häufiger auch bei mir vorkommt, dem Spiel mit verschiedenen Schärfenebenen. In diesem Fall liegt die Schärfe auf dem Draht im Vordergrund, die Eisberge im Hintergrund. Manchmal mache ich das auch andersrum, da kommt später noch ein anderes Beispiel. Und dieses Bild, da habe ich viele Versuche gebraucht, bis es so war, wie ich es haben wollte. Nämlich, es war gar nicht so einfach, eine Position zu finden, dass dieser Draht, den man da sieht, nicht irgendwie mit seinen Spitzen vor den dunklen Bergen im Hintergrund hängt oder irgendwie unschön diesen Eisberg da verdeckt. Da habe ich relativ viel versucht, bis ich dann dieses Bild im Kasten hatte. Eins meiner Lieblingsbilder von dieser Tour ist allerdings dieser Fjord Kukut, sein Name. Links hier jetzt aus dem Bild raus kommt auch ein Gletscher in dieses Tal gezogen, von dem diese Eisbrocken abbrechen und dann hier in diesem Fjord landen und herausgetrieben Richtung Westküste. Im Hintergrund diese hohen Berge, die sich da jetzt schön im Wasser spiegeln. Und das Bild ist für mich so eine schöne Symbiose. Einerseits zeigt es diese Dramatik dieser nordischen Landschaft, gleichzeitig aber auch diese Schönheit, die sie hat. Und da steckt für mich sehr viel, was für mich den Norden ausmacht, eben auch in dieser einen Aufnahme. Zum Abschluss des Vortrags noch mal kurz für einige Aufnahmen nach Norwegen auf die Lofoteninseln. Dort war ich dieses Jahr im Februar unterwegs, auch mit dem Michael Scharke, mit dem ich da schon auf Island unterwegs war. Und wir haben dort eine Fotoreise geleitet. Und der aufmerksame Beobachter wird gesehen haben, ich habe bislang noch keine Hochkantbilder gezeigt. Das sind die ersten und auch die einzigen, die vorkommen. Der Michael meinte mal, meine Kamera, die könnte anscheinend überhaupt kein Hochkant, weil ich nie Hochkant fotografiere. Und es ist auch so, dass ich das extrem selten mache.
Bei diesen Bildern war es aber so, dass bei der linken Aufnahme das Bild in Hochkant einfach deutlich besser wirkt mit der zum Meer hin führenden Straße. Und bei der rechten Aufnahme, das ist das Dörfchen Hamneu, eines der meist fotografierten Szenerien auf den Lofoten. Und das fotografieren die meisten Leute quer. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, dann machst du es halt hochkant, das machen die meisten nicht. Und habe ich das mal ein bisschen anders fotografiert. Das war für mich da der Grund, da auch mal ein Hochkantbild zu machen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich die meiste Zeit quer fotografiere, wie auch bei diesem Bild der Strand von Utterkleif. Es ist so, dass ich auf allen meinen Wandertouren und Reisen immer zwei Kameragehäuse dabei habe. Eben bei Schottland hatte ich ja schon erzählt, ich hatte sie auch beide parallel in der Fototasche drin, um da abwechselnd mit zu fotografieren. Oft ist es allerdings auch so, dass ich nur mit einer fotografiere und die andere ist dann als Backup zur Sicherheit im Rucksack. Und hier ist es mir das erste Mal passiert, dass ich von dem Backup auf der Reise auch Gebrauch machen musste, weil wir hatten dann da unsere Stative aufgestellt mit Graufilter, um Langzeitbelichtungen zu machen. Es war relativ windig und irgendwann war ich etwas unachtsam, bin mal 2 Meter weggegangen vom Stativ und in dem Moment kam die kräftige Windböe, das Stativ flog um, die Kamera krachte auf so einen Felsblock mit dem Rücken und die Bodenplatte war fast ausgerissen, Delle hinten um den Sensor, um das Display rum. Sie schien noch zu funktionieren, aber die Kontrolle hatte hinterher ergeben, es war total Schaden. Aber vor Ort habe ich dann sowieso vorsichtshalber dann nur noch mit der Ersatzkamera fotografiert und konnte so dann eben dort weiter Bilder machen, wie hier zum Beispiel von dem Berg Himmeltindern, den man im Hintergrund sieht. Und hier nochmal als Beispiel eine Aufnahme, jetzt anders als eben die mit dem Draht im Vordergrund, wo der Draht scharf war und der Eisberg im Hintergrund in der Unschärfe, hier umgekehrt, ein Felsbrocken im Vordergrund in der Unschärfe. In der Reportagefotografie würde jetzt man von einem Störer sprechen, den ich jetzt damit eingearbeitet habe. Der Fokus liegt auf dem Berg im Hintergrund. Was ich hier dann aber ganz witzig fand, war, dass dieser Fels im Vordergrund fast die Form hat wie der Berg im Hintergrund und das so aussieht, als würden sich da zwei Berge hintereinander staffeln. Bei der Aufnahme könnte man davon denken, heutzutage wäre mit einer Drohne gemacht. Die ist aber nur von einem etwas höher gelegenen Berghang aufgenommen. Ein Bild, was ein bisschen von der spärlichen Farbe lebt, die man sieht. Die Häuser links oben, die paar Kanus, die man da von einem anderen Haus liegen sieht. Ansonsten eben nur diese Wege und schwarzen Steinwälle, die wie so Adern durch dieses Bild laufen. Bei diesem kleinen Bootshaus am Seelfjorden aufgenommen, da kamen wir relativ spät vorbei, es wurde schon bald dunkel und da musste ich relativ schnell und zügig agieren, um da ein Bild hinzukriegen, wie es mir dann etwa vorschwebte. Und wir sind dann da rumgeflitzt und haben gesucht, was könnte passen. Und irgendwann fand ich diesen kleinen Wasserlauf und diese Büschel, die dann wie so eine Linie wirken, die auf das Häuschen hinführen. Genauso habe ich dann noch versucht, darauf zu achten, dass diese Felsen hinten, die man im Meer sieht, nicht hinter das Haus laufen, sondern dass die Hauskanten schön dazwischen liegen. Und dann war es noch ganz nett, dass in der Wolken oder in der Bewölkung so leichter, eher wolkenfreier Streifen war und dass das Dach des Hauses etwa in diesem Bereich positioniert sind. Und mit dem Druck der Dunkelheit, die ISO-Zahl war schon, glaube ich, auf 3200 auch hochgeschraubt, mussten wir da relativ schnell agieren, aber es hat dann geklappt, dass ich da dann noch ein Motiv auch hinbekommen habe in den Abendstunden, wie mir das vorgeschwebt hat. Einfacher von der Aufnahme war dann einfach diese Wolkenszenerie mit leichtem Tele vom Strand aus fotografiert hinaus übers Meer. Und mit der Aufnahme bin ich jetzt auch schon quasi am Ende meines Vortrags angenommen. Zeit passt fast auf die Minute genau. Und ich kann nur raten, heute häufiger herzukommen oder einfach sitzen zu bleiben. Gleich zum Beispiel kommt mein geschätzter Kollege Jonas Rask mit sicherlich auch ganz spannenden Aufnahmen und Geschichten. Und apropos fotografische Kollegen, neben meinem eben gezeigten Fotobuch Mein Norden bin ich Mitautor dieses Buches, FUJIFILM X Photographers. Darin erzählen
6 Fotografen über ihre Arbeit mit dem Fujifilm X-System. Das ist kein klassisches Kamerabuch, wie es man vielleicht denkt. Also keiner sagt da, wir müssen dieses und jenes einstellen, dann passiert das und das. Sondern da berichtet jeder von uns 6 von seiner Arbeit. Da ist Sportfotografie mit drin von Peter Steffen, der heute auch noch später am Tag hier einen Vortrag hat. Der Christian Ahrens, auch deutscher X-Fotograf, zeigt dort Industrieaufnahmen, Medizin, Porträt, Reportage kommt drin vor. Ich selber berichte davon über die Entstehung und Durchführung meines Fotoprojekts Mein Norden. Ich habe sowohl mein Bildband als auch dieses Buch mit dabei. Wer da gleich mal einen Blick reinwerfen möchte oder Interesse dran hat, kann gleich zu mir kommen. Wer Interesse hat, kann auch auf meine Webseite schauen für weitere Informationen. Ansonsten vielen Dank fürs Vorbeischauen, die Aufmerksamkeit und ich wünsche noch einen tollen Tag auf der Photokina. Vielen Dank.